Ja, Leute, sie sagt euren Tony Marinovic. Und ja, Weihnachten steht schon sozusagen fast vor der Tür. Und deshalb habe ich mal ein kleines Weihnachtsgedicht. Dieses Gedicht ist so eine Mischung aus Englisch und Deutsch, was aber sehr komisch ist, aber auch witzig. Ja. Und ja, es steht halt da auf dem Computer. Wartet. Da. Ich glaube, ihr seht das gerade spiegelverkehrt. Ja. Aber ja, ich lese es euch mal vor, okay? Wieso sage ich noch okay? Könnt ihr mir nichts antworten? Ja. A little Weihnachtsgedicht. When the snow falls wunderbar and the Kinder happy are. When the Glatteis on the street and a Glühwein need. Then you know es ist soweit. She is here. Der Weihnachtszeit. Every parkhouse is besetzt, weil die People fahren jetzt. Alto Kaufhof, Mediamarkt, kriegen early Herzinfarkt. Shopping, hier verbrannte Fings, and the Christmas Glocke rings. Mutter in the kitchen bakes, Schokonuss and Mandelkeks. Daddy in den Nebenraum schmückt ein riesen Weihnachtsbaum. He is hanging on the balls when he from the lighter falls. Finally, the Kinderlein zu der Zimmer kommen rein. And it sings the family schauerlich, oh Christmas tree. And jeder in the house es packen die Geschenke aus. Mama findet unter der Tanne ein super neue Telefonpfanne. Papa gets Schlips und Socken, irgendwie durchs Frohlocken. President speaks in TV, around is Harmony. Bis Mother in the kitchen runs, in Ofen. Brennt der Weihnachtsgans. Und so kommt die Feuerwehr ruft Tatütata daher. Und they bring a long, long Schlauch und a long, long Leiter auch. Und they schrei Wassermarsch. Christmas now is in the Arsch. Ja, das war's mal von diesem Weihnachtsgedicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal einen Daumen hoch da lassen. Vielleicht mal abonnieren, Video favorisieren und so alles, bla bla bla. Und ja, noch eine frohe Weihnachtszeit. Ich sag schon mal im Voraus, noch frohes neues Jahr. Vielleicht kommt noch ein Silvester-Special. Ich weiß nicht, vielleicht, nur vielleicht. Und ja, nochmal ciao und Spaß haben, Leute. Tschüss.